So Leute, ich hoffe euch geht's gut und ihr seid fit und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute habe ich für euch ein richtig geiles Video, denn ich nehme euch einfach so über den Tag mit, also so einen geilen Vlog. Ich gehe später auch noch trainieren, ich muss jetzt noch gleich zur Schule. Und währenddessen beantworte ich eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Kann ich hier mal einblenden, mein Insta. Ihr habt gesehen, ich habe mein Porridge gerade vorbereitet. Ich muss jetzt gleich noch zur Schule gehen, das heißt, ich esse jetzt einfach mal mein Porridge, weil ich habe heute später Schule. Und dann komme ich nach Hause und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, im Laufe des Videos beantworte ich immer ein paar Fragen. Und da können wir auch schon mit der ersten Frage beginnen, und zwar: Wie oft trainiere ich in der Woche und wie sieht mein Trainingsplan aus? Ich trainiere 6-mal in der Woche. Am 7. Tag, also am Sonntag, habe ich einen Rest-Day und da arbeite ich auch im Gym. Das heißt, ich bin jeden Tag im Gym. Und ich habe den klassischen Arnold-Split. Das heißt, Brustrücken, Schulterarme, Beine, ist komplett auf mich angepasst. Und ich habe auch 2 verschiedene Tage immer, damit ich auch alles Mögliche abdecke und auch meine Schwächen besser fokussieren kann und so weiter. Und ja, genau. Ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal und dann sehen wir uns nach der Schule mit der nächsten Frage. Ah, by the way, Porridge-Rezept ist in meinen Insta-Highlights. Könnt ihr abchecken mit dem absolut geilsten Proteinpulver, Vegan Designer Protein Cinnamon Cereal. Ich weiß nicht, ob man mich gut versteht. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, weil ich habe keinen Bock mehr. Angekommen zu Hause. Warum schreie ich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Wetter ist aggressiv scheiße und ohne Witz. Heute wird so ein langweiliger Tag. Aber später geht es noch ab ins Schulterarmtraining mit Armfokus. Es ist gerade 13 Uhr 13.40 Uhr. Wieso bin ich so dumm? Und machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, ob ich eine Freundin habe. Ja, Leute, ich habe eine Freundin. Und zwar das Gym und meine Supplemente. Nee, ich bin Single, aber ich muss sagen, ich bin zurzeit auch mehr als zufrieden. Also, alles super. Ich finde das so los, wenn es wirklich Leute gibt, die komplett auf eine Freundin-Suche gehen. Die richtige wird halt schon irgendwann kommen. Ich habe da gar keinen Stress. Deshalb, ihr wisst Bescheid, Gym und meine Supplemente sind meine wahre Liebe. Was geht? Jetzt geht's erstmal einkaufen, denn ich habe gar nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns in 3, 2, 1 und... Willkommen zu Hause vom Einkauf. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich eingekauft habe. Ich war ganz kurz beim Lidl. Und zwar hier, erstmal Philadelphia Milk. Gönnt euch mal die Nährwerte. Hier auf 100 Gramm 280 Kalorien und 14 Gramm Fette nur. Magerquark, hier Obst sollte meine Schwester haben. Bio-Mandelmilch ohne Zucker, das ist wirklich ein Gamechanger. Das kostet nicht mehr so viel, ist einfach ein Killer, damit man diese Milchkonsistenz hat. Ketchup Light darf nicht fehlen. Genauso wie Reisapfeln, Haferflocken in meinem Porridge immer. Und hier Apfel und Banane. Wir können ganz kurz mit der nächsten Frage weitermachen, und zwar: Was halten meine Eltern von dem, was ich mache? Social Media und auch Gym. Ich muss sagen, am Anfang war das natürlich ein bisschen komisch mit dem Gym. Ich gehe 6-mal in der Woche trainieren, und zwar von Anfang an bei mir so 5 bis 6 Mal. Die haben das einfach nicht so gecheckt, auch mit der Ernährung und sowas. Ja, Junge, du machst doch die ganze Zeit nur eine Diät, du verhungerst doch die ganze Zeit und so weiter. Aber mit der Zeit lernen die das Ganze, und vor allem auch seitdem ich Social Media mache, seitdem sie wirklich sehen, dass ich an dem allen, also an dem Ganzen richtig fett Spaß habe, unterstützen die mich tatsächlich überall, wo es geht eigentlich. Meine Mutter macht doch immer meinen Salat, richtig geil. Auch was Social Media angeht, feiern die das eigentlich. Also sie haben es von Anfang an gefeiert. Auf jeden Fall finde ich, ist es echt sehr, sehr wichtig, dass die Familie auch hinter einem steht. Und seit neuestem bin ich auch bei ESL. Dazu kommt die nächste Frage gleich. Und wir sehen uns gleich beim Pre-Workout-Meet. So, jetzt bereite ich mein Pre-Workout-Meal vor. Genau das Rezept findet ihr in meinen Insta-Highlights, aber jetzt tun wir noch kaltes Wasser drüber. Ich mache mein Insta-Dry-Spring nicht mit einem warmen Wasser, sondern mit kaltem Wasser. Und ganz wichtig für das Pre-Workout-Meal: schnell verdauliche Kohlenhydrate und Eiweiß. Deshalb rein da. Und jetzt lassen wir das Ganze ungefähr für 10 Minuten stehen. Also, angekommen beim Pre-Workout-Meal, hier, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Rezept in meinen Highlights, aber im Prinzip einfach nur Rice-Pudding, veganes Proteinpulver, Flavin' Tasty und die dreifache Menge an Wasser ausgehend vom Instant-Rice-Pudding drüber geben, 10 Minuten warten lassen und ready to eat. Zuallererst, auf was solltet ihr achten beim Pre-Workout-Meal? Ganz einfach, es sollte schnell verdaulich sein, es sollte fast keine Fette enthalten, weil Fette verlangsamen eben die Verdauung, und genug Eiweiß. Das heißt, hier die beiden Sachen, also Instant-Rice-Pudding, das ist ein verarbeiteter Reis, und das verarbeitete Protein sozusagen, daher sind beide schnell verdaulich, ist überhaupt nicht ungesund oder sowas, by the way. Kommen wir auch schon damit zur nächsten Frage, und zwar: Seit wann bin ich bei ESN und wieso ESN und nicht eine andere Marke wie zum Beispiel Rocker oder sowas? Ich bin seit dem 01.01. bei ESN und ich kann euch sagen, ich kaufe dort schon seit 1,5 bis 2 Jahren ungefähr ein, und die Qualität und der Preis überzeugt mich einfach, genauso wie der Geschmack. Also ich bin ehrlich, da passt wirklich alles: Preis, Leistung, Qualität, Geschmack, keine Ahnung, was noch so gibt. Und ich habe mich halt selbst von den meisten Produkten überzeugen lassen, und deshalb bin ich auch wirklich
wirklich stolz darauf, dass ich jetzt im Team ESN sein darf. Und wie gesagt, ich kaufe da halt eben schon sehr, sehr lange ein. Deshalb ESN und keine andere Marke. Ihr wisst Bescheid, mit meinem Code Burak könnt ihr immer maximal sparen bei ESN.com. Nur mal so nebenbei. Ich gönne mir jetzt erstmal hier einen Apfel, hier einen Rice Pudding. Ich weiß nicht genau, wie viele Kalorien das Ganze hat. Ist ja aber auch kein Full Day of Eating, aber ich schätze mal so auf 700 ungefähr. Genau, dann geht's ab ins Gym. Ich würde sagen, ich filme so ein paar Sachen und bis gleich. By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it. So Leute, herzlich willkommen zu diesem Trainings-Voice-Over. Auf jeden Fall wollte ich mal kurz auf mein Training eingehen. Ihr habt gesehen, ich habe mit Reverse Butterfly gestartet, dann ging es weiter mit Seitheben. Und ich mache das so, am zweiten Schulter-Arm-Tag habe ich eher einen Arm-Fokus. Das heißt, ich fokussiere meine Arme, ich versuche dann auch ohne Vorbelastung an das Ganze ranzugehen, eben in das Trizeps- und auch Bizeps-Training. Hier habe ich mich noch schön ausgezogen. Wie gesagt, erstmal hintere Schulter, mache ich 8 Sätze insgesamt, für die seitliche 4. Und am anderen Schulterarmtag habe ich insgesamt 5 Schulterübungen und meine Schultern sind ja meine Stärke, demnach passt es ganz, 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 ganz gut. Auf jeden Fall für die genauen Sachen, sei es Wiederholungen, Ausführungen und so weiter, könnt ihr sehr, sehr gerne meinen Insta abchecken. Da habe ich wirklich immer hilfreiche Posts, Reels, Stories und ich beantworte wirklich jede DM. Und ja genau, es geht eben sehr, 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 sehr gut voran. Vor allem auch, weil ich mich wirklich primär auf die Ausführung fokussiere, aber auch mit dem Mindset rangehe, alles oder nichts. Also wirklich voll und ganz in das Armtraining reinstarten und dann wird es auch mit dem Armwachstum. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit einem weiteren Video und jetzt kommt gleich noch ein Formcheck. Jo, was geht? Ich bin back vom Training und ich kann euch sagen, das Training war absolut geisteskrank geil. Und ich wollte das Video auch nicht zu lange halten, das heißt, jetzt kommen wir zu der letzten Frage und zwar, was ist mein Ziel bzw. was möchte ich nach dem Abitur machen? Ganz einfach, ich möchte erstmal einen Nebenjob machen, weiterhin im Gym. Dann möchte ich meinen Führerschein machen, meine Trainer, B-Lizenz und dann tatsächlich auch weiter schauen, wie es mit Social Media weitergeht. Erstmal so ein Jahr und dann schauen wir weiter, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas studieren, bin ich mir aber auch nicht sicher. Wir gucken einfach mal, wie gesagt, für das erste Jahr habe ich meinen Plan bereits und dann schauen wir mal weiter. Und das Wichtigste ist und das Geilste ist, dass meine Familie hinter mir steht. Ihr wisst Bescheid, Crank Pump Pro nutze ich in jedem Training 30 Gramm. Der Pump war heute so abnormal geil, ohne Witz. Ihr habt es ja gesehen, das Training, das war wirklich so eine 10 von 10. Ich kann sagen, es war absolut mein bestes Training bis jetzt. Irgendwie so krank gewesen, Muskelgefühl, einfach Fokus, alles. Ich würde sagen, an der Stelle war es auch schon von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas öfter mal sehen wollt. Und ja genau, ich würde sagen, an der Stelle, ich bin raus. Ich werde jetzt gleich noch irgendwas essen, weil ihr wisst, Post-Workout-Meal ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ja, das möchte ich auch nicht mehr zeigen, weil es zieht sich in die Länge und das ist kein Full Day of Eating. Deshalb würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Zusehen und ciao. Heute habe ich für euch und auch Schwächen, Stärken und so weiter. Bis auf jeden Fall gleich beim Pre-Workout Meal. Bis gleich. Und wir sehen uns gleich beim Pre-Workout Meal. Let's go! Schulterarme mit Armfokus.